Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Bitte wundert euch nicht über dieses Mikrofon. Ich probiere mal ein bisschen mit dem Ton rum und deswegen steht es gerade hier. Und ich muss mal gucken, ob das dann halt besser ist mit dem Ton oder schlechter mit dem Ton. Auf jeden Fall wird dieses schöne Mikrofon etwas ausprobiert und das wird auch noch in ein paar Videos vielleicht links und rechts von mir stehen. Jetzt habe ich es mal frontal ausprobiert. Nichtsdestotrotz begrüße ich euch zum Adventskalendertürchen Nummer 11 am 11. Dezember. Jawohl, herzlich willkommen. Der eine oder andere kommt vielleicht auch gerade vom letzten Adventskalendertürchen oder vom davorigen Adventskalendertürchen. Damit begrüße ich euch auch herzlich und sage, lasst mir noch ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Das kostet euch nichts und supportet mich ein bisschen. Wenn ich ein bisschen sympathisch bin und zur Weihnachtszeit, können wir doch mal ein bisschen Liebe spenden. Hier geht es heute natürlich auch um was, und zwar um die Top 7 Weihnachtsfilme, die ich persönlich dieses Jahr gucken werde, im Jahr 2017, die auf jeden Fall auf meiner Liste stehen und die werde ich gucken. Es ist ein buntes Sammelsurium, es ist nicht so der Mainstream, sondern auch ein paar Klassiker dabei. Ich hoffe, es gefällt euch. Dann starten wir mit Platz Nummer 7. Jawohl. Platz Nummer 7, das ist bei mir Santa Sleigh. Der ein oder andere kennt es vielleicht, der ist schon ein paar Jahre alt, aber nichtsdestotrotz hammer nice. Mit dem Wrestler Bill Goldberg, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, ne? Der spielt Santa Claus, also der spielt dann den Santa, der in eine Kleinstadt kommt, ich glaube, es hat so einen Verfluchungsgrund. Und er räumt da richtig auf und metzelt da die Leute in der Stadt nieder, ist super trashig, super stumpf eigentlich auch, aber ich liebe diesen Film, ich gucke ihn mir ganz gerne an, wenn er mal läuft im Fernsehen und falls er irgendwo läuft oder falls ihr den in meiner Mediathek findet, auf jeden Fall angucken, der lohnt sich wirklich, Santa Sleigh, meine Nummer 7. Jetzt kommen wir zu Nummer 6, jawohl, Nummer 6, ne? Den kann man sich auch nebenbei mal angucken. Den hat man bestimmt mindestens schon einmal gesehen mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Das ist nämlich Der Grinch. Der Grinch ist ein super toller Film. Es wird zwar viel gereimt und viel gedichtet. Es ist eine tolle Märchengeschichte. Die Kostüme sind toll. Jim Carrey spielt einfach eine grandiose Rolle, meiner Meinung nach. Es ist super lustig, ihm zuzugucken, wenn er dann ganzen Sachen klaut. Ist auch ein bisschen cheesy und ist auch ein bisschen gringy drin. Und wenn er mit dem Hund zusammenarbeitet und den Hund immer die Schuld gibt, das ist total toll. Macht Spaß, vor allen Dingen zu Weihnachten. Auf jeden Fall meine Nummer 6. Ne? Und passend zu dieser Mütze hier, meine Nummer 5. Denn das ist Bad Santa 1 und 2 mit Billy Bob Thornton in der Hauptrolle. Das ist eine super geile Komödie zur Weihnachtszeit mit Billy Bob Thornton in der Hauptrolle. Der spielt so einen geilen, abgeranzten Weihnachtsmann-Darsteller, ne? Und der macht einfach nur Spaß und ist eine richtig nice Komödie. Wenn man abends mit Freunden zusammensitzt, da kann man sich den Film wirklich geben. Sowohl den ersten als auch den zweiten Teil, obwohl der erste ein Ticken besser ist, meiner Meinung nach. Viele sagen ja auch, die tun sich nicht viel. Aber meiner Meinung nach ist das erste immer das Beste. Und die Fortsetzung ist immer noch so ein kleines Sahnehäubchen, aber meistens nicht so gut wie der erste Teil. Und hier ist es genauso, meiner Meinung nach. Und deswegen auf Platz Nummer 5, Bad Santa, Teil 1 und Teil 2. Auf Platz Nummer 4 ist ein Klassiker. Und wenn ich sage, ihr dürft sie nicht nass machen, ihr dürft sie nicht nach Mitternacht füttern und ihr dürft ihnen kein grelles Licht aussetzen, dann wisst ihr genau, es handelt sich um Gremlins Teil 1 und Teil 2. Denn die spielen zu Weihnachten und ich finde die immer noch ganz putzig. Und der ist wirklich sehr gut gealtert, meiner Meinung nach. Das ist ein richtig schöner Klassiker. Und die Gremlins sind halt immer noch richtig geil. Ich warte immer noch auf so ein Remake. Eine Fortsetzung, wird mir beides sehr gut gefallen und auf jeden Fall auf Platz Nummer 4, Gremlins Teil 1 und Teil 2. Ja, und dann kommen wir auch zu Platz, jetzt kommen wir schon zu Platz Nummer 3, das ist jetzt 6, aber ich meine 3, so. Platz Nummer 3 hat bei mir einen Film eingenommen, den ich letztes Jahr gesehen habe, und zwar im Kino, und der hat mir wirklich gut gefallen, ne? Und zwar ist das Krampus. Krampus ist ein Kinofilm, also ein Weihnachtshorrorfilm aus dem Jahre 2016. Und es geht darum, dass der Krampus, das ist quasi der Weihnachtsmann, ich glaube, das ist es nicht der Knecht Ruprecht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, der Krampus ist der Knecht Ruprecht, ne? Und der kommt dann halt in diese verschneite Kleinstadt und ist eine richtig schöne Hommage an die 80er Jahre, hat so einen richtig schönen Stil, finde ich, ne? Die Story ist ganz nett, hat ein paar schöne Szenen, kann man sich wirklich gut angucken. Und Krampus bei mir dieses Jahr auf Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 2 ist auch wieder ein Klassiker, der nicht fehlen darf zu Weihnachten. Und wenn ich sage, hier, diese Maus, das Geweih hält nicht an seinem Köpfchen. Und dann sagt Bill Murray, ja, dann tacker es doch an.
Und dann weißt du schon Bescheid, es ist Die Geister, die ich rief. Jawohl, die quasi die Weihnachtsgeschichte mit Bill Murray in der Hauptrolle. Die Geister, die ich rief, das ist, da kommt dann der Geist der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen Weihnacht oder zukünftigen Weihnacht und muss Bill Murray von Weihnachten überzeugen. Und es ist ein super geiler Film, den man sich wirklich noch genauso wie täglich grüßt das Murmeltier angucken kann. Meiner Meinung nach ist das ein super Film und der muss bei mir jedes Jahr mindestens einmal sein. Die Geister, die ich rief, vor allem zur Weihnachtszeit, hammer nice. Dann auf Platz Nummer 1 ist für alle Action-Fans natürlich ein super Film. Ne? Und ihr seht, also die Klassiker überwiegen hier in meiner Liste. Und es ist Yippie-Yay, Schweinebacke. Es ist Bruce Willis und zwar Stirb langsam, Teil 1. Jawohl, die müsst ihr euch angucken. Der ist bei mir auf jeden Fall zur Weihnachtszeit immer irgendwie. Entweder auf Blu-ray am Start oder im Fernsehen, wenn er da mal irgendwann läuft im Nachtprogramm. Ich bleib immer dabei hängen, Stirb langsam, einfach nicer Film. Und damit sind wir auch am Ende meines kleinen Rankings. Und es gibt noch was zu gewinnen, meine Freunde. Jawohl, so sieht's aus. Ihr könnt bei mir ein kleines DVD-Blu-ray-Paket gewinnen. Da ist eine DVD drin und eine Blu-ray. Und die schicke ich euch zu. Was ihr dafür machen müsst, steht in der Infobox. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Außerdem in der Infobox noch alle anderen Türchen, die bereits dran waren und die noch dran kommen werden. In der Endcard habe ich euch mal den 10. Dezember verlinkt und den 13. Dezember. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf und abonniert die auch. Ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, gern geschehen, frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut.